Stefan Werder vom von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Bildagenturen und Archive. Sie haben heute hier im Herzen von Zürich Ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Wie war die Stimmung? Die Stimmung bei der Generalversammlung, die war der Situation angemessen. Alle Mitglieder sind sich bewusst, dass hier große Herausforderungen an die Bildbranche anstehen und sind aber zuversichtlich, insbesondere auch durch den guten Austausch zwischen den Mitgliedern, welche die SAB fördert. Ja, das führt mich zur zweiten Frage. Worin besteht die Aufgabe, vor allem in dieser Situation jetzt auch Ihres Verbands? Die Kernaufgabe der SAB ist der Austausch zwischen den Mitgliedern, der insbesondere in solchen Fragen herrscht Unsicherheit betreffend KI, betreffend die neue Situation. Wo gilt das Urheberrecht? Was ist Copyright geschützt, was nicht? Was ist alles möglich mit KI? Das sind Fragen, die die Mitglieder heute beschäftigen. Jetzt ist auch von einer großen Verunsicherung, also die Rede generell in der Kreativbranche, wo ja Ihre Branche auch dazu gehört. Jetzt, worin genau besteht diese Verunsicherung jetzt spezifisch in Ihrer Branche? Die Verunsicherung der Mitglieder besteht vor allem darum, dass die rechtliche Lage nicht klar ist. Ist ein KI-generiertes Bild urheberrecht geschützt oder nicht? Und bekommt ein Fotograf Tantiemen für ein Bild, das er der KI zur Verfügung stellt? Das sind so Fragen, die hauptsächlich die Mitglieder beschäftigen. Jetzt, welche Maßnahmen sind denkbar, um eben diese Bildrechte besser zu schützen? Es sind eigentlich die gleichen Maßnahmen wie bisher. Da hat eigentlich die KI nicht viel daran geändert. Ein klares Bilder enthalten sogenannte Metadaten, welche Hinweise geben über das Copyright des Bildes. Und die müssen auch im KI-Bereich weiter geschützt und angezeigt und von den Verwendern berücksichtigt werden. Ja, Alexandra Mechler von Keystone SDA, einem der großen Player natürlich in der Schweiz, zum Thema Bildrechte, Bildagenturen. Jetzt, wie begegnet ihr dieser Herausforderung KI? Wie schützt ihr eure Bilder? Vielen Dank überhaupt für das Gespräch. Uns ist es wichtig, vor allem, dass Kunden Bescheid wissen, welche Bilder mit künstlicher Intelligenz generiert worden sind. Und uns ist das auch ein Anliegen, dass wir das transparent halten. Wir informieren womöglich die Kunden in entsprechenden Feldern, also in den Bild-Metadaten-Feldern. Das ist ein Projekt, das jetzt neu angegangen wird. Und wir erwarten auch, dass von unseren Partnern das so geschrieben wird. Grundsätzlich ist es ja immer schwierig, dass man auch das verifizieren kann. Also es ist ja so, dass wir 20.000 Bilder pro Tag erhalten. Darum ist es uns wichtig, dass wir auch Partnern und auch logischerweise eigenen Fotografen Anweisungen geben. Es ist auch aktuell so im Gange, dass wir auch mit Partneragenturen interessiert sind, wie sie arbeiten. Also wir haben regelmäßig auch Treffen dort. Und wir halten uns immer auf dem Laufenden und haben auch aktuell ein Schreiben verfasst und was wir auch so auf der Website publiziert haben, dass die Kunden informiert sind. Okay, also vielen Dank. Sylvie Fodor, Sie sind eine Vertreterin der europäischen Perspektive, der europäischen Übersicht über das Thema KI und Bildrechte. Jetzt, wo liegen da die Herausforderungen und was unternimmt ihr dagegen? Gut, also ich bin Sylvie Fodor, ich bin die Geschäftsführerin von der CEPIC. Das ist ein europäischer Verband und wir vertreten verschiedene Länder in Europa, also in EU und außerhalb der EU. Und wir haben Mitglieder in der ganzen Welt. Also nur Bildagenturen, das heißt Produzenten von Fotos. Das ist wichtig, der Unterschied ist wichtig zu Fotografenverbänden. So, zu dem Thema künstlicher Intelligenz, das ist das größte Thema der Branche heutzutage. Und das ist, wir haben es nicht kommen sehen. Das ist die Schwierigkeit.
Das heißt, die Gesetze und sogar die Gesetzentwürfe sind nicht vorbereitet. Wir müssen uns relativ schnell ausdenken, wie wir da reagieren auf die technologische Entwicklung, bevor wirtschaftliche Interessen die Macht übernehmen und das für uns entscheiden, für die Urheberrecht. So, es gibt zwei Probleme bei künstlicher Intelligenz. So, es gibt das typische urheberrechtliche Frage von die Bilder, die verwendet werden, um diese KI-Produkte zu erzeugen. Wie werden die Fotografen vergütet? Werden sie überhaupt vergütet? Können sie sich einfach sagen, ich möchte einfach nicht, dass meine Bilder übernommen werden? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, werden diese KI-Produkte, diese Erzeugnisse überhaupt von Urheberrecht erfasst und geschützt? Das sind die zwei großen Probleme. Und es gibt zurzeit keine eindeutige Antwort darauf. Meta und Google sind zwei Beispielunternehmen, die ja sehr viele Bilder verbreiten, jetzt auch KI entwickeln. Gibt es da Bestrebungen, Kontakte, Gespräche? Ja, also mit Google und Meta gibt es keine Vereinbarungen zu dem Thema. Das ist noch viel zu früh. Es ist ganz klar, dass sie eine sehr große Rolle spielen werden. Und wichtig ist zu dem Thema, ist, dass sie können vielleicht nicht als Gegner der Bildagenturen werden, aber sogar als Partner. Wir hatten in der Vergangenheit sehr, sehr große Probleme mit dem. Es kann sein, dass zu dem Thema, dass wir Partnerschaften entwickeln können. Okay, vielen herzlichen Dank und viel Erfolg bei den Bestrebungen. Ja, danke.